Guten Morgen. Es ist kalt. Bisschen über 0 Grad. Und ich bin jetzt hier an einem Wanderparkplatz und warte auf David. David ist Pilzexperte und wir gehen heute zusammen auf eine Pilzwanderung. Und ihr kommt natürlich mit. Hier drüben können wir heute leider nicht reingehen. Das ist nämlich Naturschutzgebiet, da darf man keine Pilze sammeln. Aber hier sieht man schon, ist ein wunderschöner, moosiger Fichtenwald und da gehen wir jetzt rein und da dürfen wir uns austoben. Ja, hier hat jemand anscheinend seine Pilzschnittreste in den Wald gebracht. Hier sind auch Kartoffelschalen dazwischen. Die Pilzreste allerdings sind gar keine blöde Idee, die wieder in den Wald zu bringen, weil daraus können die Pilze auch wieder neu wachsen. Sieht zwar nicht schön aus für die Pilze, aber gar nicht verkehrt. Ja, wenn man wissen will, was das für einer ist, muss man den auch wieder als erstes rausnehmen. Bei Pilzen muss man als erstes eine kleine Bestandsaufnahme machen. Was hat man jetzt hier eigentlich? Das wirkt am Anfang vielleicht auch sehr banal, aber alleine der Hinweis, dass wir hier einen Stiel, einen Hut haben, hier unten Lamellen, das sind also ja wie im Buch so kleine Seiten und zum Beispiel keinen Ring, das sind schon mal erste Anhaltspunkte, mit denen man sich so einer Bestimmung nähern kann. Und bei diesen Pilzen hier gibt es noch eine zweite Sache, und zwar haben die Besonderheit, dass die Lamellen brechen. Das heißt, wenn ich hier drüber streiche, dann splittern die ganz hart. Okay, gucken wir mal, ob was hört. Also es hat geknackt, so dumpf geknackt, er ist auch ein bisschen nass. Und man kann ihn auf jeden Fall nicht aufreißen wie andere Pilze. Die kann man ein bisschen so wie so eine Chipstüte öffnen. Und das ist jetzt ein Hinweis, dass wir uns entweder in der Gruppe der Täublinge oder der Milchlinge befinden. Und die zweite Gruppe lässt sich ganz leicht ausschließen. Da sagt es nämlich der Name schon, die würden milchen. Da würde also so ein weißer oder orangener Milchsaft aus den Bruchstellen austreten. Was hier nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen Täubling. Ein Täubling, der oben gelb ist und die Lamellen im Kontrast dazu weiß. Und was man jetzt auch noch bei den Täublingen ganz unbedingt braucht, ist der Standort. Wir sind in einem bemoosten Fichtenwald. Und das ist so der letzte Hinweis, den wir jetzt hier für diesen Pilz brauchen. Das ist nämlich ein Ockertäubling. Man erkennt das so ein bisschen an der Farbe des Hutes. Generell kann man aber sagen, dass Täublinge unglaublich schwer zu bestimmen sind. Meistens sind es dann mikroskopische Merkmale, die man zur eindeutigen Artbestimmung braucht. Und Mikroskop hat man ja seltenst im Wald dabei. Das heißt also, da kommt man oft nicht weiter. Aber als Speisepilzsammler will man ja nur wissen, kann man den essen oder nicht. Und da brauche ich jetzt den Mann hinter der Kamera, den Chris. Und der darf jetzt den Pilz probieren. Was? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich erkläre dir das ganz kurz. Ja. Du beißt ein ganz kleines Stückchen hier vom Hutrand ab, yeah. Kaust es vorne so auf der Zunge, yeah. Und du spuckst es dann, wenn du irgendwie einen Geschmack gemerkt hast, spuckst es wieder aus. Mhm. Spätestens so nach 30 Sekunden. Es geht darum, ist der Pilz scharf oder ist er mild? Bitte sehr. Guter also einfach. Genau, kein Riesenbiss, ne? Nur so ein kleines Stückchen. Nee, ich habe keinen Geschmack im Mund. Auch keine Schärfe. Das ist schlecht. Jetzt sterbe ich. Täublinge, da gibt es eine Besonderheit. Man kann die probieren, schon im Wald. Ich weiß, warum du das sagst. Bei den Pilzkundlern ist scharf nicht unbedingt gleich scharf, wenn man das von der weiß nicht, scharfen Spaghetti-Soße oder so gewohnt ist. Also es ist wirklich so ein Bitzeln auf der Zunge. Das gilt dann schon als scharf. Du darfst gerne nochmal probieren, wenn du möchtest, Chris. Der Geschmack kommt gerade. Der kommt gerade? Ja, ja, jetzt vorne auf der Zunge? Ja, ja, das dauert manchmal ein bisschen. Deswegen so, also man kann so einen Pilz ruhig mal 30 Sekunden, was ja schon relativ lang ist, kauen. Wie doch, jetzt merke ich es ganz deutlich. Ja. Also wir haben jetzt ganz sicher bestimmt, das ist ein Täubling. Und wir haben jetzt nach einiger Zeit kauen gemerkt, er wird scharf. Das heißt, er ist leider kein Speisepilz. Aber bei den Täublingen gibt es auch Pilze, die ganz, ganz mild bleiben, auch wenn man länger drauf rumkaut. Und das sind grundsätzlich sehr gute, sehr leckere Speisepilze, die man immer auch in den Speisekorb mit reinmachen kann. Generell hat man aber auch bei allen Täublingen den großen Vorteil, dass man keine tödlich giftigen Arten dabei hat. Also man ist schon auf der sicheren Seite, wenn man weiß, okay, brüchiges Fleisch,
Splitternde Lamellen kann man mit nach Hause nehmen. Man ist auf der sicheren Seite, wenn man nicht dran stirbt, aber trotzdem eine Vergiftungserscheinung hat. Stopp. Was das für ein Pilz ist, ist jetzt kein großes Rätsel. Aber an dem Pilz kann man noch mal eine Sache schön verdeutlichen. Und zwar, Pilze haben Erkennungsmerkmale, die man oftmals nur bekommt, wenn man den ganz aus dem Boden nimmt. Das heißt, ich werde immer ganz oft gefragt, rausschneiden, abschneiden, rausdrehen, rausbuddeln, was auch immer. Und die Antwort ist jedes Mal, nimm ihn im Ganzen vorsichtig aus dem Boden. Weil der hier unten hat zum Beispiel eine Knolle, der gehört zur Gruppe der Wulstlinge. Und wenn ich den abschneide, ja, oder irgendwie abbreche und nur das hier habe, dann wird es halt schon schwieriger in der Bestimmung. Es gibt Pilze, die sind nicht so einfach zu bestimmen wie der Fliegenpilz. Je kleiner die Pilze, desto schwieriger die Bestimmung. Aber manchmal gibt es so einzelne Merkmale, die einem helfen. Ich nehme diese hier mal raus. Jetzt haben wir, von oben sieht es schon so aus, als würde man durch den Hut die Lamellen sehen. Dann haben wir ganz weiße Lamellen und dann kommt man der Gruppe der Helmlinge schon sehr nahe. Und das hier ist ein besonderer Helmling, und zwar ist es der dehnbare Helmling. Der hat an Stiel und Hut eine Haut, die man so ein bisschen langziehen kann. Man sieht das schon bei dem, der mir jetzt kaputt gegangen ist. Dazwischen ist wie so eine gelatinöse Schicht. Also das wäre jetzt ein ganz einfaches Merkmal, um diesen kleinen Pilz, der auch kein Speisepilz ist, zu bestimmen. Wir sind hier jetzt in einer Rückegasse und wir haben natürlich hier ganz viel Totholz liegen. Und deswegen finden wir hier gerade Pilze, die dieses Totholz zersetzen. Es gibt auch bei Pilzen unterschiedliche Arten, sich zu ernähren. Und alleine das zu wissen, dass der Pilz hier Holz zersetzt, hilft auch wieder bei der Bestimmung. Eine Grundsache, die man bei Pilzen natürlich wissen muss, ist, dass die Pilze ja nicht diese Fruchtkörper sind, die auf der Erde stehen, sondern eigentlich ist der Pilz im Boden. Und man sieht hier zum Beispiel ja, mal so kleine weiße Fäden, die findet man, wenn man mal so einen Holzscheit zum Beispiel rumdreht oder mal unters Moos guckt oder unter die Blätter. Und das ist eigentlich so das Pilzgeflecht, was sich ja kilometerweit teilweise im Waldboden erstrecken kann. Wir sind hier jetzt auf einer Stelle von, weiß ich nicht, 5 Quadratmetern und haben wie viele Arten an Pilzen? 6, 7 Arten an Pilzen. Absolut beeindruckend. Was ist denn das Lilane da unten? Das Lilane ist vor allen Dingen ein super schönes Fotomotiv. Also kenne ich ganz, ganz viele tolle Fotos mit. Und zum Essen tendenziell, ja, kann man auch mal versuchen. Ist halt so ein Eyecatcher, ne, im Essen aufgrund der Farbe. Ich hole den auch wieder raus. Interessant wird es, wenn man den Pilz umdreht. Der hat jetzt im Vergleich zu den Pilzen, die wir sonst gesehen haben, wirklich toll gefärbte violette Lamellen, die auch relativ weit auseinander stehen. Das ist der violette Lacktrichterling. Und ja, der kann tatsächlich so als Zugabe zum Salat obendrauf, kann er nochmal richtig cool aussehen. Schmecken tut er allerdings nicht so gut. Aber er ist nicht giftig, also man kann den essen. Hey. Und wir sind jetzt 300 Meter gelaufen und wir haben schon so viel Material filmen können, wir haben schon so viele Pilze gesehen. Es ist wirklich krass. Da stehen die nächsten Pilze. Ja, da wo wir gerade noch fotografiert haben. Weiter geht's. Hier haben wir einen Verwechslungspartner zum gerne gesammelten Riesenschirmpilz oder auch Parasol genannt. Und zwar sind wir hier im Fichtenwald und da wächst einer, den man damit sehr schnell mal verwechseln kann. Und zwar ist das der Safranschirmling. Und der Safranschirmling, den erkennt man an der Schnecke hier oben drauf sehr gut. Den Safranschirmling, den erkennt man daran, dass er einen anderen Stiel hat vor allem. Der Parasol, der hätte hier so ein kleines Schlangenmuster, man nennt das dann genattert. Und der Safranschirmling, ja, der ist mehr oder weniger gleichbleibend gefärbt, wird zur Spitze des Stiels hin etwas heller. Und jetzt brauche ich mein Messer.
Ich mache das mal mit dem Fingernagel. Der Safranschirmling heißt Safranschirmling, weil er sich so ein bisschen rötlich verfärben kann. Man sieht es da schon an der Stelle, die ich eben gerade berührt habe, wenn ich den jetzt mal so ein bisschen ankratze und wir einen kurzen Moment warten, dann wird er sich rötlich, orange-rötlich verfärben. Und auch das macht der Parasol zum Beispiel nicht. Ist der essbar? Der ist essbar. Ich habe schon von mehreren Leuten allerdings gehört, die den nicht so gut vertragen haben. Das muss man einfach ein bisschen austesten. Das ist wie ein Lebensmittel, was man nicht kennt. Also einfach mal vorsichtig ausprobieren, mal eine kleine Menge essen, eine kleine Portion zubereiten. Dann kann man damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Genau, und es gibt davon natürlich auch größere Exemplare. Das ist ja die kleine Babyform quasi, die aber auch schon sehr lecker schmecken kann. Kann man füllen oder so. Und wenn die ein bisschen größer sind, dann geht natürlich der Schirm auf. Deswegen sind das ja auch Schirmpilze. Und dann sind die richtig was für die ganze Pfanne. Allerdings muss man bei Pilzen immer aufpassen. Hier sieht man es schon, die schimmeln ganz schnell. Schimmel ist ja auch ein Pilz. Und da muss man immer gucken, dass man sich wirklich nur Pilze mit nach Hause nimmt, für die man im Supermarkt auch Geld bezahlen würde. Alles, was irgendwie schon total angefressen ist oder ja, so weich wird, darf im Wald bleiben, ist nichts mehr für den Kochtopf zu Hause. Als wichtige Info nur für euch, auch wenn wir hier von Speisepilzen sprechen und euch da auch den einen oder anderen vorstellen, das Video ist jetzt natürlich keine Essensfreigabe, wo ihr sagen könnt, ja, der hat ja im Video uns den Pilz gezeigt, jetzt können wir den sicher bestimmen. Also da seid ihr immer selber gefragt, euch nochmal schlau zu machen, bevor ihr die dann tatsächlich esst. Wenn ihr da Hilfe braucht, es gibt auf der Internetseite von der DGFM, da gibt es Pilz-Sachverständige, wie ich auch einer bin, und die könnt ihr kontaktieren, wenn ihr da Hilfe braucht. Hier sind noch andere Pilze, komm mal vorbei. Na gut. Wenn es sein muss, ne? Das ist doch der Pilz, nach dem du mich jetzt schon den ganzen Tag fragst. Ja. Das ist nämlich der falsche Pfifferling. Falsche Pfifferling hier im Fichtenwald, ganz typischer Pilz. Ich nehme den mal raus, weil dann kann man ihn sehr einfach bestimmen. Der ist verwandtschaftlich, ist sehr ganz nah bei den Steinpilzen und Verwandten einzuordnen, also bei den Röhrlingen. Der hat jetzt aber keine Röhren, sondern der hat Lamellen. Und das ist auch das Hauptmerkmal, um ihn vom Pfifferling zu unterscheiden. Der Pfifferling hätte nämlich Leisten. Das ist wie so dicke Kabel, die auf dem Pilzunterseite hier verlegt sind. Und diese Lamellen vom falschen Pfifferling, die lassen sich relativ leicht mit dem Messer oder auch, wenn man ein bisschen vorsichtig ist mit dem Finger, lassen sie sich so abschieben. Und dann sieht man unten drunter das weiße Hutfleisch. Und das würde beim Leistling, also beim Pfifferling, würde das nicht funktionieren. Es ist halt drumherum nur braun, ne? So, wir machen jetzt noch kurz eine Fotosession, weil dieser Fliegenpilz an sich sehr schön ist, aber wir halt unfähig sind. Erst hat er noch Witze über mich gemacht, aber jetzt merkt er selbst, ist gar nicht so einfach. So, guck mal, das wird ein super Bild, sage ich dir. Bin gespannt. Kann man so schöne Sachen ausbuddeln. Hexenei. Das ist ein Fliegenpilz. Woher weißt du das? Weil da noch mehr wachsen. Ja, ist richtig. Man kann das aber auch schon ohne den hier, kann man das auch schon bestimmen. Der hat nämlich eine ganz charakteristische Knolle, die immer so, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Blumentopf am Anfang. Und wir können ja mal den rausholen. Genau, beim Fliegenpilz, wir hatten ja eben schon mal den Fliegenpilz, aber ich wollte dir noch was dazu sagen. Ja. Yeah. Und zwar nochmal zur Bestimmung. Beim Fliegenpilz ist vor allen Dingen die Knolle total wichtig, weil viele sagen immer, den Fliegenpilz, natürlich erkenne ich den an den weißen Punkten, aber die weißen Punkte, die lassen sich erstens abwischen und zweitens passiert das manchmal auch natürlicherweise vom Regen und dann hat er diese weißen Punkte nicht mehr. Bei mir kommt es manchmal vor, dass ich zum Beispiel für die Bestimmung nur noch diesen Teil des Pilzes hier habe. Weil jemand sagt, ich habe mir gerade eine Pilzmahlzeit zubereitet, ich habe nur noch die Schnittreste. Und mir reicht tatsächlich dieser Teil vom Pilz, um den sicher zu bestimmen. Der hat hier so unten ja, eine richtig dicke Knolle und da sind wie so kleine, so Warzengürtel nennt man das, sind da dran.
Und das hat nur der Fliegenpilz. Ja. Und das ist natürlich auch rumgedreht, wenn ich dieses Merkmal im Wald lasse und nur das mit nach Hause nehme, fehlt mir das für die ganz sichere Bestimmung. Man kann jetzt auch diesen winzig kleinen Pilz bestimmen, weil der nämlich auch wieder diese Knolle hat, die ich eben schon beim Fliegenpilz beschrieben habe. Man könnte jetzt den hier einfach mal halb durchschneiden. Wenn man den aufschneidet, sieht man, dass er hier drin schon kleine Lamellen hat. Also der wird sich strecken und ausbreiten und dann wird es ein richtiger Fliegenpilz. Und dass er eben auch schon hier diese schöne, runde Knolle hat. Und hier wird sich dieser Warzengürtel entwickeln. Und so kann man das schon von vornherein sagen, was das für ein Pilz sein wird. Natürlich auch diese orange-rötliche Färbung hier oben ist ein eindeutiger Hinweis für den Fliegenpilz. So, und ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben einen Korb dabei. David hat einen Korb dabei. Und da ist auch schon was drin. Wir wandern jetzt in einen Buchenwald da vorne. Was für Pilze können wir da erwarten? Massenweise Steinpilze natürlich. Jetzt, nachdem es schon gefroren hat, werden wir heute den Korb richtig voll machen. Ich bin gespannt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal rein. Hier stehen sehr viele Eichen, auch ein bisschen ältere Exemplare zwischendrin mal. Da habe ich in letzter Zeit ganz viele Steinpilze gefunden. Jetzt gucken wir mal, ob wir dem Chris mal ein, zwei Steinpilze zeigen können. Ja, bitte. Ich freue mich. Ich habe hohe Erwartungen. Jetzt gehen wir auch noch ein bisschen weiter. Das Instagram-Profil von David werde ich natürlich auch verlinken. Und zwar, ja, ich schreibe es unten in die Beschreibung vom Video. Läuft's noch? Ja. Können wir einen One-Take rausmachen? Hier steht schon der erste Steinpilz tatsächlich. Ich habe eigentlich wegen denen hier angehalten, aber dann machen wir erst die Steinpilze. Ach. Ist ein alter. Ja, wow. Ein junger. Ich wechsle mal wieder die Kamera. Weg von der GoPro hin zur DSLR. Bei Steinpilzen muss man gerade jetzt im Herbst natürlich genau hingucken. So mit dem Laub ist es sehr, sehr schwierig, die zu finden. Der Chris, der weiß das, der wäre schon fast drauf gelatscht. Aber stimmt, der gar hat nicht. Ja, mich dabei. Ich habe ihn einfach nicht gesehen, dafür habe ich einen anderen entdeckt. Guck mal hier, wie schön der ist. Wahnsinn. Ist wirklich schön. Endlich hat David auch was zu essen. Teile gern. So, und jetzt die Frage, wie nehme ich jetzt diesen Pilz aus dem Boden? Ja. Es gibt ja viele Leute, die sagen, irgendwie drehen oder direkt abschneiden, ist ja ein Steinpilz. Das haben wir schon gelernt, also wir brauchen ja alle Merkmale und deswegen wollen wir den Pilz komplett aus dem Boden nehmen und ich hebel die immer raus. Das ist die beste Variante, so ein bisschen drunter, dann kann man die lockern. Zack, dann fällt er schon um. Bisschen Laub wieder drüber und dann habe ich den im Ganzen geerntet. Nicht gedreht, nicht abgeschnitten, rausgehebelt. Und dann habe ich hier einen wirklich wunderschönen Steinpilz. Und diese Fraßstellen, sind da irgendwie Maden drin? Oder? Da hat sich mit Sicherheit eine Schnecke irgendwie ein kleines Stück von mit nach Hause genommen. Aber darf sie auch? Darf sie. Hier unten auch. Okay. Und wie putzt du jetzt so einen Steinpilz? Ich bin immer ein Fan davon, gleich die Sachen im Wald zu lassen, die ich nicht in meiner Küche haben will. Also hier die ganze Erde hier unten, das schneide ich einfach ein bisschen weg. Ja, da kann man ein bisschen sparsam sein, nicht zu viel wegschneiden. So, manche Messer haben noch hier diese Bürste, man kann den auch noch sauber machen. So, und dann lege ich den in meinen Korb. Das mit den Steinpilzen ging jetzt etwas schneller als gedacht, manchmal hat man eben auch Glück. Wir haben aber auch diesen hier gefunden und den möchte ich euch jetzt gerne noch mal ein bisschen näher zeigen, weil das ist der grüne Knollenblätterpilz, der Pilz, an dem sich die meisten Menschen in Deutschland tatsächlich auch vergiften. Ein Pilz, den man auf jeden Fall kennen sollte, wenn man im Wald unterwegs ist. Ich kann schon vorweg schicken, wieder der Blick auf den Hut alleine reicht nicht. Ich habe den schon in fast ganz weiß gefunden, ich habe den schon in gelblich gefunden, in grau und es waren trotzdem immer grüne Knollenblätterpilze. Es gibt allerdings zwei Merkmale, die super gut immer zu erkennen sind. Einmal sind es die Lamellen, die sind am Anfang ganz weiß, man sieht es bei dem hier, und werden dann leicht gelblich, bleiben aber meistens sehr, sehr weiß. Ja, das zum Beispiel als Unterschied zum Champignon, der hat ja am Anfang rosa Lamellen und dann immer brauner, dunkelbrauner werdende. Ja. Als zweites hat er im unteren Teil des Stiels immer so einen Sack, so einen aufgerissenen Sack, in dem der drin steckt. Der kann natürlich, wenn das ein alter Pilz ist, auch mal fehlen oder schon weggewittert sein. Aber bei solchen jungen Exemplaren hier sieht man das sehr, sehr schön. Und das ist immer
das eindeutige Kennzeichen für den grünen Knollenblätterpilz. So, wir sind schon wieder nicht weit gekommen. Wir sind jetzt 20 Meter gelaufen. Hier auf dem Weg haben wir diese Riesenpilze und diese Hexenring, den David mir jetzt gezeigt hat. Was ist das? Ein ganz, ganz typischer Pilz, den man jetzt im Herbst finden kann. Das ist die Nebelkappe. Man erkennt ihn daran, dass er ja so ein bisschen gräulich auf dem Hut ist, weiße Lamellen hat, die so ein bisschen wie so ein Trichter am Stiel herablaufen. Und er hat einen ganz charakteristischen Geruch auch noch. Ja, der riecht so ein bisschen süßlich fast schon. Der Chris kann ja auch mal dran riechen. Okay. Ein kleiner Tipp von David, wenn man die Lamellen ein bisschen zerreibt, dann wird der Duft natürlich intensiver. Und ich muss zugeben, es riecht wirklich ein bisschen süßlich, aber wir haben eben noch mal diskutiert. ja, mir fehlt natürlich der Vergleichswert. Aber es riecht nicht so erdig, wie ich es mir jetzt vorgestellt hätte. Also schon eher eine süße Note, das stimmt. Könnte man den jetzt so als Schnitzel panieren und in die Pfanne werfen? Von der Menge her wäre natürlich ganz geil, ne? Aber nein. Ja, also den Pilz könnt ihr leider nicht essen. Man hat den früher gerne gegessen, ne? Man hat ja dann auch eine richtig große Portion auf dem Teller. Aber mittlerweile weiß man, dass der mutagen ist. Also alle, die nochmal planen, irgendwie Nachwuchs zu haben. Ich sag mal, ich kann mich generell auch mit dem Gedanken, dass ein Pilz mutagen ist, jetzt nicht wirklich anfreunden. Die sollten davon tunlichst die Finger lassen. Er ist auch nicht wirklich leicht bekömmlich. Aber in osteuropäischen Ländern kann man ihn durchaus mal auf dem Pilzmarkt noch finden. Aber hier in Deutschland absolut gar kein Speisepilz mehr. So, jetzt gehen wir weg von der Nebelkappe. Wir haben einfach gute Laune, deswegen lachen wir die ganze Zeit. Und wandern hier rüber. Ja, einen ganz weiten Weg hier rüber. Ja, das ist mega. Wir wandern schon wieder 2 Meter weiter. Aber es gibt hier schon wieder 2 Pilze. Ja, da geht's ja weiter. Eigentlich wollten wir dahin. Aber der kam jetzt zuerst. Guck mal hier. Ganz toller. Sieht ein bisschen so aus wie der Steinpilz von oben. Ja, das ist jetzt, der hat aber jetzt Röhren. Der hat Röhren, genau. Und das ist ein Röhrling, vermute ich. Richtig. Und das ist ein Schwefelröhrling? Nee. Der hat einen roten Fuß. Ja. So, und jetzt kombinier das. Rotfußröhrling. Richtig. Bei den Rotfußröhrlingen gibt es auch ganz viele unterschiedliche Arten, die man jetzt als Speisepilzsammler aber nicht unterscheiden muss. Das sind tendenziell essbare Pilze, bei denen muss man aber immer vorsichtig sein, dass man richtig frische, knackige Exemplare hat. Also wenn man hier auf den Hut drückt, dann müssen die richtig fest sein, weil der Pilz leider total schnell vergammelt. Und dann wächst in dem ein anderer Pilz, das nennt man dann den Goldschimmel. Und der ist wiederum krebserregend und den will man natürlich nicht in seiner Pilzmahlzeit haben. Also bei diesen Pilzen immer darauf achten, nur super frische Exemplare. Das Stockschwämmchen, das wollten wir eigentlich jetzt noch besprechen. Und dann kam ein sehr intensiver Duft in unsere Nase, hat David gesagt. Hin, ja, da gehen wir da rein. Zuerst hin. War das der hier? Ich euch dann war das der da. Und es ist wirklich ein sehr intensiver Duft. Nach Varezzus? Nach Knoblauch. Ja, das ist der Knoblauchschwindling. Kann man tatsächlich auch verarbeiten, so dass man daraus ein Würzpulver macht. Und dann kann man das mit ins Essen machen. Angeblich soll man dann nicht so nach Knoblauch stinken, es soll trotzdem aber nach Knoblauch schmecken. Also ja, eigentlich eine ganz praktische Sache. Ich muss gestehen, ich habe es noch nie ausprobiert. Es gibt so viel bei Pilzen. Man muss auch nicht alles ausprobieren. So, ich zerre jetzt den Chris zum Stockschwämmchen, was ja nur 1,5 Meter entfernt wächst. Wir schaffen das noch heute, wir schaffen das. Ja, wir machen das jetzt mal. Hier sind wir jetzt an einem ganz begehrten Speisepilz, bei dem man aber auch richtig aufpassen muss. Das ist das Stockschwämmchen, essen sehr viele Leute sehr gerne. Er ist auch sehr lecker. Es gibt aber einen giftigen Verwechsler, der das gleiche Gift hat wie der grüne Knollenblätterpilz, also auch tödlich giftig ist. Und die sehen sich wirklich zum Verwechseln ähnlich. Also wenn man oben drauf guckt, kann man die auch als Pilzsachverständiger nicht auseinanderhalten. Es gibt 2 Merkmale, eins davon müsst ihr mir leider glauben, das ist nämlich der Geruch. Der hier riecht ganz lecker, pilzig, aromatisch und der Gifthäuptling, der riecht eher muffig, ein bisschen eklig. Und das zweite ist der Stiel und den können wir uns jetzt gerne nochmal genauer angucken. Ich nehme jetzt hier mal einen raus, das reicht schon.
um uns das anzugucken. Das ist wirklich auch ein super schönes Exemplar. Der Gifthäuptling und auch das Stockschwämmchen haben beide hier so einen Ring. Meistens ist es beim Stockschwämmchen ein bisschen größerer Ring, aber der Teil unterhalb des Ringes, der ist interessant für die Bestimmung. Und er hat hier beim Stockschwämmchen also ganz kleine Schuppen, die so abstehen. Also der Stiel, der ist nie glatt und auch nicht irgendwie so längsfaserig. Das wäre er nämlich bei dem tödlich giftigen Verwechsler. Und das ist ein Merkmal, was man hat, um diesen Pilz zu erkennen. Man muss das aber immer kombinieren, zum Beispiel mit dem Geruch. Und auch, was auch einen Hinweis gibt, aber auch nicht ganz sicher ist, ist der Baum, auf dem dieser Pilz mal gewachsen ist. Das war eine alte Buche, die ist gefällt worden und da wächst er raus. Und das ist für das Stockschwämmchen sehr charakteristisch. Aber alleine wäre das kein sicheres Merkmal. Nur in Kombination mit den anderen zusammen kann ich jetzt sicher sagen, das ist ein Stockschwämmchen. So, David erntet hier noch ein bisschen was. Und du hast gemeint, diese tödlich giftige Verwechslerart kann auch direkt zwischen den Pilzen wachsen. Genau, ich habe das selber schon gesehen und ja, wer da Bock hat, kann im Internet auch mal nach Bildern suchen. Da findet man ganz, ganz schnell wirklich Stockschwämmchen, die auf so einem Stamm wachsen und direkt in der Mitte wächst plötzlich der Gifthäuptling oder auch teilweise so am anderen Ende. Ja, das habe ich selber auch schon erlebt und deswegen muss man da wirklich sehr genau gucken. Ich gucke mir jeden einzelnen Pilz an, bevor ich ihn in den Korb lege und auch zu Hause, wenn ich die dann verarbeite, werde ich mir die auch alle nochmal einzeln angucken, weil sonst spielt man nicht nur mit seinem Leben, sondern auch mit dem Leben aller, die von dieser Pilzmahlzeit essen. Und der Korb füllt sich und neben unserem Steinpilzen. So, jetzt muss ich den Namen von dem wieder raus. Es war ein Röhrling, es war ein rotfüßiger Röhrling. Rotfußröhrling. Und David hat mir vorhin noch erzählt, dass es mehrere Arten Steinpilze gibt. Und welche Art haben wir jetzt? Das, was wir gesammelt haben, das ist der gemeine Steinpilz. Das ist so die Art, die am häufigsten vorkommt. Also gemein steht für der allgemeine Steinpilz. Und es gibt aber zum Beispiel noch den Kiefernsteinpilz, der ein bisschen seltener ist und unter Kiefern vorkommt. Es gibt noch andere Arten, die ein bisschen seltener sind, die man aber durchaus finden kann. So, und jetzt wandern wir die nächste Rückegasse entlang. Und David meint, ja, da muss was sein. Er hat so ein richtiges Gespür dafür, was ich super cool finde. Das ist, manche Pilze mögen zum Beispiel es gerne ein bisschen wärmer. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stelle habe, wo wie hier die Sonne schön drauf scheint und gerade der Steinpilz finde ich oftmals an solchen von der Sonne ein bisschen aufgewärmten Stellen, dann auf jeden Fall mal hingehen und abchecken. Mega cool, oder? Und diese Erfahrungswerte, das ist es ja, was es ausmacht, was einen zum Experten macht letztendlich. Eiche. Eiche, David, Riesensteinpilz. Steinpilze sogar. Das Steinpilze. Echt, ja, aber auch eine Sache, die man leicht mal unterschätzt, keine alten Steinpilze mit nach Hause nehmen. Der ist schon total weich, lässt sich eindrücken, also ja, überhaupt nichts mehr. Aber ich treffe ganz oft Leute, die diese Steinpilze noch in ihren Tüten haben, was man ja auch nicht machen soll. Also lieber schön im luftigen Korb sammeln. Der hier ist zum Beispiel noch fest. Ja. Es werden immer mehr, je weiter man schaut. Ah, der ist noch fest, den kann man hier mal vorsichtig rausholen. Ja, auch hier unten drunter kann man mal vergleichen. Ja, alte Röhren und helle junge Röhren. Also die Farbe ist auch charakteristisch fürs Alter? Genau, je dunkler gelb die werden, desto älter sind die. Die werden dann so olivbraun sogar am Ende. Okay. Aber das ist ein richtig schön junger. Klasse. Das ist einfach beeindruckend. Da hinten stehen schon die nächsten. Ja. Guck mal da, da liegt ja, einer. Die habe ich gesehen. Da rechts daneben steht noch einer, der sieht auch schon schön. Ich habe den ersten Pilz vor ihm gesehen. Was ist das jetzt hier für ein Pilz? Dieses Lila. Das Lila, das ist der nächste Speisepilz. Also wieder nur zwei Schritte von den Steinpilzen entfernt. Also hier ist es noch intensiv lila. Aber der. Ich mal einen darüber, pass mal auf. Ach, er hat auch noch welche, die schöner sind. Natürlich hat er die schöneren. Also
Also auch wieder eine ganz tolle Farbe. Boah, das wäre ein tolles Fotomotiv. Kann man auch super eigentlich bestimmen. Es gibt ein paar Verwechsler bei diesem Pilz hier. Das ist der violette Rötelritterling, heißt der. Man muss aufpassen, dass man keine Schleierlinge erwischt. Schleierlinge, die haben so ein rostrotes Sporenpulver, was ganz oft auch am Stiel noch hängen bleibt. Das kann man eigentlich immer erkennen, muss man sich aber vorher vielleicht mal auf den Bildern angucken. Und dann lassen diese verschiedenen Richtungen, in die man da bestimmen müsste, sehr, sehr gut auseinanderhalten, sodass man den mit ein bisschen Vorkenntnis auch sehr gut als Speisepilz sammeln kann. Es ist wirklich interessant, dass wir alle 5 Meter einen neuen Pilz finden. Und wir sind jetzt seit 3 Stunden unterwegs. Ja, ungefähr. Ja, das ist nicht schlecht. Und die Farben sind auch schön. Es gibt einen richtig schönen Pilzbrot. Ja. Gibt es eigentlich auch Pilzsalat? Ja, das ist tatsächlich gut, dass du das sagst. Es gibt zum Beispiel zu den Steinpilzen, gibt es ja, so als Spezialität rohe Steinpilzscheiben, die man dann essen kann. Generell kann ich aber sagen, Finger weg von allem roh verzehrten Pilzen, vor allen Dingen Sachen, die man wild gesammelt hat. Immer erhitzen, auch wenn es der eigentlich essbare Steinpilz ist. Es gibt ganz viele Pilze, die als Speisepilze beschrieben werden, aber damit ist immer gemeint, dass sie zubereitet und erhitzt werden. Und es gibt ganz viele Giftstoffe, die dann dadurch zerfallen. Und wenn man das eben nicht macht oder nicht ordentlich macht, dann kann man sich dann doch die Vergiftung einhandeln. Also immer darauf achten, dass der richtig gut durcherhitzt wurde, der Pilz, egal welcher. Das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Info. So, kannst du nochmal sagen, was wir jetzt alles haben? Ein kurzes Update. Ein kurzes Korb-Update. Wir haben hier unsere Steinpilze, die sehr schön aussehen. Wir haben nicht viele davon gefunden, aber wir haben 3 schöne Exemplare von dem violetten Rötelritterling. Wir haben einen, Chris, jetzt bist du nochmal dran. Ja, oh. Es ist ein Röhrling, es ist ein Rotfußröhrling. Richtig. Und dann haben wir die Stockschwämmchen. Ja, also schon eine ganz gute Ausbeute. Da kann man schon 2 Essen mitkochen, muss man sagen. Wie viele Arten nimmst du normalerweise mit, wenn du so im Wald gehst? Ich bin eigentlich jemand, der jetzt nicht extra auf Speisepilzjagd geht, sodass ich meistens tatsächlich mehrere Arten dabei habe. Also ich gehe selten nur los, um Steinpilze zu sammeln oder so. Aber das kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Ja. Eine letzte Sache noch, bevor ihr die Pilze mit nach Hause nehmt, am besten natürlich eigentlich sogar, bevor ihr sie sammelt, muss man wissen, wie viel darf ich denn eigentlich mit nach Hause nehmen? Und es gibt in Deutschland für alle Pilze die Regelung, dass man die für den Eigenbedarf in kleineren Mengen sammeln darf. Es gibt Arten wie den Steinpilz, die sind nochmal besonders geschützt, aber auch der bildet eine Ausnahme, auch davon darf ich ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Und da darf man so ungefähr 1 Kilo guten Gewissens sammeln, pro Person. Was ich mache, so den lieben langen Tag, ist, ich gehe eigentlich mit Leuten in den Wald, im Moment ja ein bisschen schwierig, aber wenn ihr Bock habt, mehr über Pilze zu erfahren, dann könnt ihr auf meine Internetseite gehen, ihr findet mich unter dem Schlagwort Hessenbiologe, ihr findet mich auch auf Instagram, da könnt ihr mir gerne folgen und da packe ich immer mal wieder Infos über Pilze, aber auch sonst über die Natur rein. Ich glaube, das ist auch das, was mich mit dem Chris verbindet, die Liebe zur Natur und dass wir das gerne mit euch teilen wollen.